The Search 2, willkommen zurück. Ich habe keine Ahnung, welche Folge das ist. Aber wir haben uns ganz gut hochgelevelt, eigentlich, muss ich sagen. Haben jetzt sogar schon MK9 Zeug gefunden, obwohl wir erst MK7, 8 Zeug brauchen. Wir haben in der letzten Folge. Oh, ja, wir sind richtig. In der letzten Folge haben es wir sogar geschafft, mal wieder einen Endboss, einen letzten, beiden Folgen sogar. Ja, ich glaube, in den letzten beiden Folgen haben wir Bosse besiegt. In der letzten Folge sogar First Try, wo ich ein bisschen stolz drauf bin. Hier passiert ja nichts, oder? Oh. Oh, würde ich sagen, wir rocken das weiter jetzt. Ein bisschen Farm muss sein. Und tot. Um die Zelle. Hm. Gut, hat mir beim letzten Boss eigentlich ganz gut. Wieso ist das versiegelt? Durch den Schwamm geht's hier noch. Gott, da gibt's extra noch was. Also wir gucken mal ins Logbuch. Wir können entweder zu den Funken gehen oder zu Waren. Also ich würde sagen, wir gehen zu Waren, wenn wir da jetzt irgendwie hinkommen. Aber es hieß ja, ey, wir müssen eh durch den Hafenviertel, dass wir zu dem Kraftwerk können. Und da ist ja nun mal unter der Brücke im Hafenviertel. Hier kommen wieder ein paar Gegner. Sieben brauche ich sogar. Hier, sieben habe ich. So. A-Modul FK7. Naja, bin ich halt schon komplett. Das hatte ich letzte Folge schon. Habe ich natürlich selber gebrannt, das war nicht so beabsichtigt. Na komm. Ja. Und ab damit. Ich jetzt als Schild eine Tür? Ja, doch geil. Wir sammeln ganz schön. Schrott. Hat es nicht mehr geschafft, das zu werben. Sehr gut. Verbesserte Transistoren. Wende die Geschwindigkeit. Das wäre an sich geil. Könnte man wahrscheinlich auch aufleveln. Achso, hier war ja nichts. Ich setze mal schon drauf reingefallen. So, das können wir. Super. Das ist aber eine 18 Stunden Spielzeit oder was?
Hab das Ding. Hab ich die Waffe schon oder krieg ich die jetzt überhaupt? Nein. Moment, muss mal kurz rüsten. Entschuldigung. Hab nichts gesehen. Aber wir sind ja auf die ungeschützte Stelle gegangen. Weil uns das egal war. Und ab. Und wir sind wieder voll, alles richtig. Implantat-Schaltkreis MK1, wow. Was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Hauptsache, geht mir auf den Sack. Nicht wahr? Das ist euch wichtig. Und tot. Oder auch nicht. Moment. Ich wollte mal was ausprobieren. Ausrüstung. Die würde ich mal ausprobieren, alleine wegen dem Feuerschaden. Ist halt langsamer. Aber alleine wegen dem Feuerschaden würde ich dem Ganzen schon eine Chance geben. Weil ziemlich viele humanoide Vollidioten rumhüpfen. Oh, hier ruckelt's wieder. Hatten wir hier nicht MK? Na los. Na komm. So. Auf jeden Fall nicht schlecht. Habe ich hier bald alles, oder? Erhöht den Energiegewinn, wenn keine Akkus gefüllt werden. Wir mussten eh hier hinten lang. Ich hab was gehört, da ist mir gerade egal. Ging's hier weiter? Ich hab's schon direkt vergessen. Hier hat man letzte Folge den Boss besiegt. So kommen wir wahrscheinlich Richtung Hafen. Ich dachte, hier oben geht's weiter. Läuft auch nicht so butterweich. Alter. Hier hätten wir jetzt quasi einen Shortcut. Sehr schön. Also zurück. Mal wieder. Und dann Audiolog. Hier spricht Redneck 22. Ich wiederhole, hier spricht Redneck 22. Ich bin dem Nanofreak jetzt ganz dicht auf der Spur. Alle meine Jungs sind tot. Ich
versuche näher ranzukommen. Aber wenn das nichts bringt, muss ich wohl. Ich muss wohl die Beine in die Hand nehmen. Keine Chance. Ich hau ab. Wegen dem Mist hier bringe ich mich nicht um. Hinten kamen wir auch zum Untergrund. Ah, uns fehlt noch ein Haufen. Upgrade. Nope. Ich könnte einfach mal ein paar Waffen verkaufen. Alles so voll hier. Falls ich mich mal überlege, mir was anderes wieder zu paddeln. Ja, noch die zweite Ausrüstung, die ich eigentlich immer hatte. Deswegen ist das nicht schlecht. Hier müsste ich nur noch das Bein wieder erhöhen. Na, geil. Ab in den Untergrund. Ab in den Untergrund. Ich muss sagen, ich freue mich jede Session auf das Spiel. Keine Ahnung, ob es beim Dark Souls auch so gehen würde. Ist ja auch so, also ganz so kryptisch ist die Welt ja hier nicht erzählt. Untergrund. So, hier waren wir ja schon. Fallen lassen? Nein. Ach, jetzt haben wir ja den Haken. Jetzt haben wir ja den Haken. MK4. Na, nicht so geil. Wieso kriege ich das manchmal nicht hin? Jetzt aber. Ah, hauen wir mal. Was soll denn das denn jetzt eigentlich? Du Arschloch. Müssen wir runter? Ja, betreten. Ja, ich wollte nie wieder in den Vorstuhl rein. So, hier war irgendwo der Haken. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Oberkommando? Nein, das ist falsch. Wo war denn das hier mit dem Haken? War doch hier irgendwo. Wo ich mich geirrt hatte, dass ich noch den Haken noch nicht habe. Ach schön, hätte ich das hier alles gar nicht machen brauchen. Naja. Was soll's? Liegt dir was? Geht der nicht mal kaputt? Sind wir noch nicht schwer genug? Dann war es doch hier. Genau hier war das. Hier war das.
Und hopp. Projekt Utopia ist gescheitert. Unsere Zukunft liegt in Trümmern, noch bevor sie beginnen konnte. Jeans, Dr. Barretts Traum kann nicht sterben. Es muss noch einen anderen Weg geben. Einen besseren Weg. Ich habe Tausende von Naniten Extrembedingungen ausgesetzt. Doch bislang haben sie durchgehalten. Nein, sogar mehr als das. Sie sind förmlich aufgeblüht. Schon bald werden wir uns ihre Kräfte zunutze machen können. Überhaupt nicht krank, hat ja super funktioniert. Hat ja super funktioniert. Upgrade. Elektro. Hey, wir machen jetzt einfach weiter. Da drüben steht da. Ah, gut. Ich habe noch keine bekloppten Professoren umgebracht. Oh. Das ist richtig geil. Das machen wir jetzt wenig. Holter die Polter. Ja gut, das Stück hätte ich runterfallen können. Gott, was hatte ich denn? Inventar. Komponenten. Brust. Ach, das ist so ein Professor. Die hupen gleich hier rum. Hallo, ich bin Kyle Baxter. Sie kennen mich vielleicht schon von Filmen wie Iron Maus, Iron Maus 2 oder auch meinem neuesten Hit, Iron Maus. Wussten Sie, dass sich die Abhängigkeit von Blue Sparkle zu einem nationalen Problem entwickelt hat? Diese Droge sucht das ganze Land wie eine Epidemie heim. Blue Sparkle hat bereits unzählige Leben ruiniert. Ich mache mir große Sorgen wegen ihrer Auswirkungen auf unsere Bevölkerung. Auch Sie können uns in unserem Kampf unterstützen und als Mitglied der Creo-Anti-Drogen-Stiftung dabei helfen, Blue Sparkle von den Straßen zu verbannen. Nicht vergessen, keine Macht in Drogen. Man soll den Typen jetzt doch nicht Tassen laden, kann das sein? Boah, hier runterfalle, mache ich lieber das Licht an. Weil wann falle ich denn mal irgendwo runter? So ein Quatsch. Ist das ein Shortcut? Und ab. Ach, das war auch einer. Okay, das war einfach mal. Hier müssen wir wahrscheinlich später nochmal hin. Würde ich jetzt sagen. Das kann man durch die Spezialfähigkeit machen. Also fahren wir hier mal den Vorschuss hoch. Große Beute.
Was sind wir hier? Es ist geil, wie man bei solchen Spielen halt überall hin will, nur nicht dahin, wo man eigentlich hin muss. Offenbar sind Naniten sogar noch anpassungsfähiger, als ich je gedacht hätte. Es sind wunderschöne Geschöpfe. Manchmal... fühle ich mich ihrer Gegenwart gar nicht würdig. Aber Dr. Barrett ist der Einzige, der das versteht. Er wird uns in die Zukunft führen. Die anderen... die werden schon sehen. Die meinen, ich sei durchgedreht, hätte meinen Verstand verloren. Mein Weltbild, mein gesamter Wesenszustand ist für die wie eine Beleidigung. So, ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt zum Medibay, einfach nur damit die ganzen Typen spawnen, weil da kann ich den Professor noch legen, was ich jetzt nicht weiß, ob die auch spawnen, so wie ich das gerne hätte. Nichts zum Upgraden. Schade. MK8 läuft halt ein bisschen wenig rum, muss man ja auch sagen. Hier ist man noch weit entfernt. Das tun wir mal alles einlagern. Ich weiß halt nicht, wenn wir die... Wir müssen dann die Akkueffizienz mal erhöhen. Und ab. Ich komme immer nur bei MK3 raus, so in die Kacke. So, können wir hier wieder hochrennen. Die Akkus halten jetzt echt ganz schön lange durch das Implantat. Gefällt mir. Das gefällt mir auch, dass wir jetzt in beide Richtungen können. Das ist so traumhaft. Dahinter kommen wir halt dann erst, wenn wir... Von denen kriegt man ja nichts als... Na komm. Und ab. Erhöht Gift, Nanoschaden bei Feinden sowie die Intensität der versucht ursachten Nanogifte. Lock. Ich muss schon mehr umbringen als die immer dieselben. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ein bisschen logisch, aber auch ein bisschen doof. Na komm. Ja, quasi der da drüben, oder? Ne, ist der nicht. Doch, das ist der. Ich kann ja nicht anvisieren. Ab. Angriffskraft, nein, Ausdauerverbrauch, Alter. Ein Nanoschein ganz schön heftig. Alter, heilige Schwäche. Thank you.
okay. So. Ab zu Warren, würde ich sagen. Nächste? Shotcut? Ne, da liegt was da. Ah, es ist so dunkel. Wird ein Akku gefüllt, erhöht sich der Energiewert etwas, die Gesundheit wird wiederhergestellt. Oh, das ist natürlich... Ist hier irgendwas total beschissen? Das ist wichtig. Sortiert nach Stufe. Nach Neuster. Ist da überhaupt nicht Neuster? Ist totaler Quatsch. Nein, fehlt mir was. Na. Ich finde auch nie ein Ende hier. Und ab. Oh, MK8. Ich muss jedes Mal... Was habe ich denn? Inventar, Komponenten. Na, entweder Brust oder Kopf. Brust fände ich persönlich am geilsten, am wichtigsten. Kinder des Funkens, Verteidiger der Kathedrale. Ich bin Celeste, eure Materialien. Ihr habt die Gaben des Funkens empfangen, die euch noch stärker machen. Euch mit geläutertem Metall und leuchtender Elektrizität segnen. Und dem Grenzen... Erhöht die Dauer elektrischer Lähmung beim Gegner. Sehr schön. Elektroschaden plus 2. Das ist richtig gut, wenn das... Losen Willen zur Transzendenz. Ihr seid die Fackelträger, meine Kinder. Und ihr müsst alle Ungläubigen auf den rechten Pfad führen. Selbst wenn sie sich unserer Wahrheit widersetzen. Denn jeder kann sehen, dass diese Welt dringend gerettet werden muss. Ja. Verehrte Passagiere. Wer den Jericho Underground Transport. Oh, da ist er doch. Sich ungewöhnlich benimmt oder in der Öffentlichkeit raucht, verliert mit sofortiger Wirkung seine Arbeitserlaubnis. Jegliches Fehlverhalten wird in ihrer persönlichen Sozialgrundakte festgehalten. Um negative Einträge zu vermeiden, folgen Sie bitte allen relevanten Vorschriften und melden Sie jegliche Verstöße und. What? Probieren wir gleich mal. Gute Reise. Ich weiß nicht, wo wir hingehen. Ah, ich weiß, wo wir sind. Gut. Ich weiß zwar nicht, wo wir rauskommen, aber das war unser erster. Neues Implantat erhalten. Das ist ja lame. Das ist geil. Feuerschein 100. Wie viel Zeug habe ich denn jetzt eingesammelt? So, ich würde sagen, wir machen trotzdem hier mal einen kleinen Cut und sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.